So, willkommen zurück zu Teil 2 unseres StarCraft 2 for the Advanced Themenschwerpunkts Konzepte des Scoutings. In Teil 1 haben wir uns mit der drögen Theorie beschäftigt. Beschafft haben wir sie uns auch, aber beschäftigt haben wir uns vor allen Dingen. In Teil 2 wollen wir jetzt das, ich will nicht unbedingt direkt sagen, Erlernte als vielmehr Erklärte, präziser im praktischen Fall angucken. Natürlich nicht alles davon, dazu ist das Thema einfach zu umfangreich. Aber ich wollte mit einem relativ eindeutigen Beispiel vorangehen und dann wollen wir auf ein paar der etwas komplexeren Zusammenhänge im zweiten Replay eingehen. Und dazu wechseln wir jetzt auch im Grunde direkt in den Spielscreen. Gibt ja keinen Grund mehr, die ganze Sache zu verzögern. Das ist ein Spiel zwischen Zerg versus Protoss. Die Geschichte ist auch relativ schnell erzählt. Das Spiel ist ziemlich straightforward. Jani verliert gegen einen frühen Foregate-Push, den er einfach nicht gescoutet hat. Das heißt, hier können wir also ganz, ganz klar sehen, wie schnell ein Spiel zu Ende sein kann, wenn uns entsprechende Scouting-Informationen fehlen, die wir unbedingt haben möchten. Aber ansonsten gibt es hier eigentlich auch nicht allzu viel zu sehen. Trotzdem wollen wir es uns einmal kurz angucken, wie einige Scouting-Mechanismen in diesem Spiel funktionieren und andere Scouting-Mechanismen aber einfach fehlschlagen. Und leider aber eben die für uns entscheidenden Scouting-Mechanismen hier einfach unters Rad geraten und deswegen wir das Spiel direkt verlieren. Bisschen tragisch jetzt hier für Jani, das super schade im Grunde. Auf Star Station, und das ist die Map, um die es hier geht, kann man nur Cross-Position spawnen. Das ist seit einem der letzten Patches wurde das festgelegt. Früher war es tatsächlich eine 4-Spawn-Position-Map. Jetzt kann man nur noch Cross-Spawn. Das wusste Jani aber offensichtlich nicht. Und deswegen fliegt der Overlord jetzt hier in die falsche Richtung. Ich plädiere ja ganz ehrlich dafür, dass Blizzard mit dem nächsten Patch im Ladebildschirm vermerkt, ob eine Karte Cross-Only ist oder nicht. Denn ehrlich gesagt weiß es Tomek nämlich auch nicht. Aber wie gesagt, für Jani natürlich besonders kritisch. Denn wenn er in der Tat direkt mit dem Overlord Cross geflogen wäre, hätte er womöglich einiges verhindern können. Das Spiel hätte sich ganz anders entwickelt. Und das natürlich ein Stück weit schade für Jani, der hier leider nicht wusste, wie die Spawning-Positionen sind. Aber wie gesagt, woher soll man es auch wissen, wenn man eben nicht so viel Zeit aufwendet, wie manche Leute das für StarCraft tun? Ja? Im Grunde schön sicher eröffnet. Ja, wir beginnen jetzt hier mit einem Pool First, bevor wir dann eben die Hatch setzen wollen. Wie gesagt, da hat jemand bereits mehrmals gegen FFE Ken Rushes verloren, ja, gegen Forge Fast Expand Ken Rushes, wo also normalerweise der Protoss zuerst eine Forge setzt, im Normalfall hier vorne an der Choke. Und dann eben versucht, einen allzu gierigen Zerg, der eben Hatch vor Pool gegangen ist, zu kenrushen. Ich würde also einfach mal schätzen, dass Jani schon häufiger dagegen verloren hat und deswegen die Pool vor Hatch-Variante gewählt hat. Ja, das ist natürlich eine Sache. In der Zwischenzeit haben wir hier unsere Scouting-Probe, die hier nicht verfolgt wird. Ja, und da sehen wir halt das, was, wie gesagt, Protosse ganz gerne machen, wenn sie merken, dass der Zerg einem nicht hinterherläuft. Sie versuchen mal, ihre Sonde irgendwo zu verstecken. Aber Jani hat aufgepasst, gemerkt, dass da noch irgendwo eine Probe drumher lief, scoutet jetzt eben schön seine Base ab und entdeckt dementsprechend jetzt auch hier die Sonde. Ja, schön die Main abgesucht, nachdem die Sonde von der Bildfläche verschwunden war. Auch wenn viele dagegen sprechen, würde ich jedem Low-Leaguer empfehlen, der Probe hinterher zu rasen. Auch wenn man damit Mining Time verliert, ich weiß, yada yada. Die kleinen Scheißer, die können nämlich einfach alles Mögliche anstellen, wenn man sie nicht im Blick behält. Ja, und ich glaube schon so mancher Low-Level-Spieler hat tatsächlich schon Spiele hergegeben, einfach weil ihm eben hier hinten dann der Proxy-Pylon reingeraten ist. Einfach weil er auf das gehört hat, was ihm die erfahreneren Leute gesagt haben und die ihm gesagt haben: Nein, man nimmt da keine Probe hinterher, es ist Mining Time und so weiter und so fort. Die ersten 4 Scoutlinge verlassen die Base und das wollen wir jetzt kurz einen Augenblick anhalten, weil das ist recht wichtig. Hier passiert jetzt nämlich der entscheidende Fehler und wir halten es doch noch nicht an, sondern wir warten noch einen Augenblick. Die ersten 4 Scoutinglinge super, ja, ist eine schöne Sache. 4 Scoutinglinge ist relativ normal. Manche sind sogar tatsächlich so geizig und machen gerade mal 2 Scoutinglinge. Aber gerade auf einer Base auf einer Map mit so vielen Watchtowern sind 4 auf jeden Fall gut. Der große Fehler, der jetzt hier allerdings passiert, ist natürlich, dass diese 4 Linge jetzt an allen Watchtowern sitzen. Und das natürlich fatal. Wir haben nach wie vor, wenn wir mal kurz in die Sicht gehen, keine Ahnung, wo unser Gegner ist. Wir verlassen uns ein bisschen darauf, dass unser Overlord eben irgendwann hier drüben ankommt und dann hier nach Möglichkeit irgendwie schon eine Base sieht oder eben nix, denn dann wissen wir, dass er hier unten ist. Aber wir erhalten natürlich kritische Informationen zu spät. Diese 4 Scoutlinge spielen
Spätestens hätte einer davon jetzt die Base erstürmen müssen. Was jetzt schon ohnehin noch nicht schwierig ist, denn noch sind die ersten Einheiten noch nicht draußen. Ja, inzwischen könnte auch schon Mothership Core unterwegs sein. Aber wir müssten spätestens jetzt einen der Linge losgeschickt haben, um zu gucken, was da los ist. Ein gut gespieltes Foregate ist im Grunde in etwas mehr als einer Minute, ne, ist ein gut gespieltes Foregate tatsächlich fertig. Und wir brauchen ja auch dementsprechend ein bisschen Präparationszeit. Ne? Wir haben ja noch nicht mal eine Queen draußen hier. Wir haben auch noch keinerlei Speed erforscht oder irgendwas anderes. Das heißt, wir brauchen ja auch eine gewisse Zeit. Also Speed würden wir vermutlich jetzt ohnehin schon nicht mehr fertig kriegen. Aber wir müssten dann auf jeden Fall eine Menge Linge produzieren. Wir bräuchten vielleicht auch mal einen 2-3 Spinecrawler. Naja, 2-3 ist ein bisschen übertrieben. Aber wir bräuchten auf jeden Fall mal einen Spinecrawler, um das dann effektiver halten zu können. Und diese Information müssen wir uns jetzt, und zwar wirklich jetzt, jetzt ist schon wirklich allerhöchste Eisenbahn, holen. Deswegen dürften diese vier Linge auf gar keinen Fall passiv scouten, was sie jetzt hier tun, sondern wenigstens einer dieser Linge müsste jetzt aktiv Scouting betreiben. Ja, dringend. Ebenfalls relativ bitter, während die Probes hier entlang gelaufen sind, und das kann ich jetzt vielleicht auch nur mal kurz zeigen, indem ich hier nochmal einmal kurz zurückgehe. So, während hier nämlich die Probes gerade lang gegangen sind, gehen wir nochmal kurz aus seiner Sicht. Ja, und wenn wir jetzt hier eben genau auf die Minimap achten, dann sehen wir es. Da sehen wir ganz kurz den kleinen Blip. Da ist die versteckte Scouting Probe, die Proxy Probe, die jetzt gleich eben den Proxy Pylon hier setzen wird. Und die haben wir leider ganz knapp verpasst, weil wir nämlich im Augenblick hier vorne irgendwo hingeguckt haben. Vermutlich die Queen gerade hier runtergesteuert wurde oder irgendwas in der Art. Also das sogar nochmal zusätzlich phänomenales Pech. Ja, ziemlich bitter. Wir können jetzt hier ein bisschen schneller vorspulen, denn den gesamten Teil müssen wir jetzt hier nicht nochmal sehen. Ja, in der Zwischenzeit spielt, wie gesagt, eben Tomek hier schön sein normales Foregate runter. Überhaupt kein Problem, sein Proxy-Pylon steht jetzt schon bereit. Ja. Was uns jetzt halt eben stattdessen noch passiert, weil wir eben die entsprechende Information nicht bekommen haben, ist, wir verlieren jetzt hier einerseits den Link vorne an dem Store, an dem Hetzer. Es wäre jetzt sowieso schon zu spät, selbst wenn wir es jetzt sehen würden, wäre unsere Reaktionsspanne so gering, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit das ohnehin nicht mehr verteidigen könnten. Aber stattdessen verlieren wir jetzt sogar noch einen Overlord, was natürlich besonders bitter ist, ne, weil wir uns nämlich kurz vorm Supply Block befinden. Und wenn wir diesen Overlord verlieren, dann ist es auch letztendlich soweit. Denn hier wird noch keiner nachproduziert. Da sollte man relativ schnelles Reaktionsvermögen entwickeln, dass man quasi sieht, wenn ein Overlord stirbt, einfach direkt den nächsten in Auftrag geben. Manchmal dauert das tatsächlich so lange, dass der eine Overlord dann im Grunde schon fast wieder schlüpft, bevor der erste stirbt. Aber in dem Fall sind wir jetzt direkt Supply Capped und das ist natürlich nochmal besonders ärgerlich, wenn man auch noch gegen so eine Art von One-Base Cheese spielt. Richtig ekelhaft, denn da zählt wirklich jeder Overlord und jedes bisschen Supply. Und auf langsam müssen wir das Ganze natürlich nicht drehen, das ist hier nicht notwendig. Aber hier also ganz klar relativ simpler und auch direkter Scouting-Fail. Die Stalker rücken jetzt aus, das ganze Foregate kommt sogar ein gutes Stück später, als es de facto hätte sein können. Diese Stalker hätten hier schon längst vorne stehen können. Jetzt warpen wir dementsprechend unsere ersten Units rein, laufen hier los. In der Zwischenzeit sehen wir es jetzt, glaube ich, auch schon irgendwo auf der Map. Ne, wir haben es hier gesehen, genau. Der Watchtower war besetzt. Das heißt also, als die Stalker hier runtergelaufen sind, haben wir es im Grunde mitgekriegt. Aber trotzdem sind natürlich sämtliche Schnellschussreaktionen, die wir jetzt noch versuchen, zu unserer Rettung beizutragen, das Bauen und Verschieben von Stachelkrabblern, das Herunterziehen der Queens und natürlich auch das Auftraggeben von 5 Roaches. Sehr schön übrigens gemacht. Ja. Wir haben tatsächlich den Sicherheits-Roach-One schon gebaut. Der steht bereits. Aber hilft uns alles nichts, denn wir waren unvorbereitet und wurden mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Ja, ärgerlich für uns, kann aber natürlich passieren. Das ist, wie gesagt, vielleicht der klassischste Fall, in dem uns sowas passieren kann. Ja, recht unangenehme Geschichte, aber kann nun mal passieren. Und ich habe gerade schon wieder den Ton vergessen. Das vergesse ich beim zweiten Replay hoffentlich nicht, dass ich uns jetzt kurz einstellen werde. Ja, das zum ersten Prinzip. Wie gesagt, relativ straightforward und direkt. So, ich muss mich jetzt erstmal neu anmelden, denn das Replay war noch vor dem letzten Patch. Und deswegen dauert das Ganze jetzt einen kleinen Augenblick. Das ist live, meine Damen und Herren. Das ist live. Und StarCraft lädt nun mal relativ langsam, zumindest auf meinem Rechner, obwohl der gar nicht so schlecht ist. Nicht so ein High-End-Gerät, aber geht schon. So, Ping macht's jetzt nicht, denn ich habe den Ton noch aus. Sagenhaft. Doch, es macht Ping, verdammt. Haben wir doch Ton an. Jetzt haben wir ihn aus, jetzt haben wir ihn an. Wie dem auch sei, hatte ich doch Ton an. Ich habe irgendwie gerade. Egal. Egal, kümmern wir uns nicht drum. So, das zweite Spiel, um das wir uns kümmern wollen, ist ein TVZ. Terran vs. Zerg auf Frost.
Und damit kriegen wir vielleicht noch ein paar Einblicke in das entsprechende Scouting. Und hier wird es jetzt ein, zwei mehr Fälle geben, die uns tatsächlich interessieren. Gehen wir zurück ins Spiel. Tun es an. Und damit kann es im Grunde auch losgehen. Das zweite Spiel findet statt zwischen unserem Einsender Terran Virulenz. Ja, Replay zugeschickt von Virulenz, regelmäßiger StarCraft 2 for Beginners Zuschauer und schon allein deswegen ein Overall Better Being. Der gute Virulenz führt die Terraner aufs Feld, sein Gegner bedient sich der Zerg. Gespielt wird auf der brandneuen Ladder Map of Frost. Virulenz, und das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, plant Bio zu spielen, Marine Marauder, Medivac und vereinzelt auch ein paar Minen, aber es wird jetzt kein hammerhartes Widowmine-Spiel, also darauf müsst ihr jetzt nicht ziehen. Er ist Gold, das haben wir, nee, haben wir gerade nicht gesehen, weil ich hatte ja auf mein schönes Gesicht geblendet. Er ist Gold, sein Micro und Makro sind also jetzt nicht gerade Gosu, aber er arbeitet halt mit dem, was er hat. Und das tun wir ja im Grunde alle. Von daher muss man damit ja auch kalkulieren. Hier vorne mal wieder die typische Nervdrohne, die versucht uns, unser bauendes WBF wegzupicken. Aber das können wir zum Glück gerade noch so abschließen und dann unser eigenes WBF auch losschicken. Im Grunde, und hier muss ich jetzt doch nochmal fast ein bisschen zurückspulen, denn wir haben jetzt doch schon das Wesentliche verpasst. Das kommt eben davon, wenn man während des Vorstellens hier noch sprechen will. Ich wollte jetzt nämlich in diesem Spiel ein bisschen auf beide Seiten eingehen, sowohl auf Terran Scouting als auch auf Zerg Scouting. Was der gute Enik hier nämlich macht, ist eine unfassbar frühe Scouting-Drohne loszuschicken. Also bei 8 eine Drohne, wie gesagt, wir hatten vorhin ja schon über frühe Scouts geredet und was ich damit will, aber das ist schon ein bisschen übertrieben. Von einem Zerg-Spieler. Wie gesagt, er hat wohl eben Angst gehabt, dass er auf dieser 4-Spieler-Map womöglich beim Terran nicht mehr reinkommt, wenn der hier vorne zu wallt und er Pech hat und ihn auf der letzten Position scoutet und wollte wohl deswegen unbedingt so früh rein. Das Problem ist eben noch, ein 10er-Scout reicht normalerweise locker, um wie gesagt noch reinzukommen, solange ich eben den Spieler auf einer rationalen Position auch scoute. Auf Maps mit 4 Spawn-Position muss ich ohnehin damit rechnen, dass ich Pech habe und den Gegner erst auf der letzten Position scoute und dann sein Wall so oder so zu ist, also auch wenn ich früher losgerannt bin. Und trotzdem habe ich da dann doch tatsächlich eine Menge Ökonomie erstmal geopfert. Ja, mein ganzes Spiel geht erstmal deutlich langsamer los. Und das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Also früh scouten, wenn man die entsprechenden Gründe dafür hat, ist okay. Übertreiben muss man es deswegen aber noch nicht. Ja? Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, unser WBF hier abgezogen und der gute Virulenz hat sich gedacht, naja, wenn das WBF hier eh schon fast tot ist und ich sowieso vielleicht nicht mehr so viel damit anfangen kann, dann schicke ich es doch einfach gerade mal in den Freitod zum Scouten. Besonders interessant ist jetzt eigentlich die folgende Situation. Der Zerg schickt uns hier tatsächlich, absichtlich, weil er es ja hat kommen sehen, eine Drohne entgegen, um uns abzufangen. Virulenz antwortet jetzt auf das, was er da im Grunde gerade gesehen hat. Eigentlich gar nicht, sondern er spielt einfach das runter, was er sowieso schon vorhatte. Und das ist natürlich interessant, denn das ist ein Command Center First. Aufgrund der Richtung, aus der die Drohne kam, konnten wir jetzt natürlich auf jeden Fall wissen, okay, der Zerg-Gegner ist hier. Das ist eine Information, die wir jetzt definitiv eben gerade gekriegt haben. Ja, der wird nicht extra noch eine zweite Scouting-Drohne losgeschickt haben und die war zufälligerweise da oben und konnte uns zufälligerweise abfangen. Also, auch wenn wir es jetzt im Grunde noch nicht gesehen haben, wissen wir, unser Zerg-Gegner ist hier drüben. Ja, kein Problem. Virulenz, nächster Zug, ist aber wie gesagt jetzt in hohem Maße risikoreich. Ja, er öffnet mit Command Center First. Und das, obwohl uns der Zerg eben gerade hier sogar absichtlich mit einem zweiten Worker abgefangen hat. Damit wir nicht sehen, was er macht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wäre jetzt hochgradig nervös. Ja, ich wäre jetzt hochgradig nervös. Denn wenn der Zerg schon sich extra die Mühe macht, mich noch vorher abzufangen, damit ich nicht sehe, was er da gerade macht, würde ich ja dringend mit einem frühen Pool rechnen. Ist hier nicht der Fall, aber das wäre nun definitiv die Information, die ich daraus geholt hätte. Ich würde definitiv nicht mehr mit Command Center First anfangen. In dem Fall zahlt sich's aus, er hat Glück. Anders kann man das, wie gesagt, nicht nennen. Aber aufgrund der Information, die er hier gekriegt hätte, hätte er eigentlich ein bisschen kalte Füße kriegen müssen. Das ist dann der Punkt, wo man, wie gesagt, eine Info bekommt, aber nicht wirklich verarbeitet, ja, und dementsprechend natürlich keine Angst vor irgendwas hat, von dem er nicht weiß.
So, ansonsten können wir hier ruhig ein bisschen schneller spielen. Wir haben sowieso schon ein bisschen überzogen mit der Zeit für heute. Die Sendung heute wird aufgrund des Umfangs sowieso deutlich länger werden als gewollt. Hier wieder unsere klassische Kaserne, mit der wir abschließen. Unser Zerg hat inzwischen seine Hatch in Stellung gebracht, droht ein bisschen auf, allerdings auch ein bisschen langsamer, als tatsächlich möglich wäre. So, wir bauen hier drüben gleich noch eine weitere Kaserne, damit wir jetzt so nach und nach mal mit unseren Einheiten hinterherkommen. Und ja, unsere Kommandozentrale wird fertig. Soweit sehen wir noch nicht viel mehr. Der Zerg versucht hier ein bisschen durch Overlord-Spreading zumindest hier oben diesen Bereich im Auge zu behalten. Hat vermutlich häufiger erlebt, dass da Einheiten sich entlang genommen haben. Und hier kommen wir jetzt an den Punkt, für ein klassisches Beispiel eines völlig sinnfreien Scouts. Die Frage ist nämlich tatsächlich, und da halten wir jetzt hier nochmal an, was will ich hier sehen? Was will ich mit diesem Scout sehen? Wenn er einen frühen Pool gehabt hätte, das wäre ja wie gesagt die Bedrohung gewesen, mit der wir zu Anfang eigentlich hätten rechnen sollen, nachdem uns ja eben dieser Worker extra abgefangen hat, dann hätte er schon längst irgendeine Art von Angriff gestartet. Ja, wir wären entweder wären sie hier bereits schon vor unserer Base gewesen und hätten jetzt versucht zu verhindern, dass wir halt unsere Exe setzen. Oder wir wären zumindest auf dem Weg dahin irgendwelchen Lingen begegnet. Oder sonst irgendwas. Wir hätten auf jeden Fall irgendeine Form von früher Aggression und frühen Einheiten gesehen. Das heißt, danach können wir definitiv erstmal nicht scouten. Für Lair oder auch für den Spire ist es im Augenblick viel zu früh. 4 Minuten 26, also der früheste Lair, den man normalerweise bei Zerg sieht nach der entsprechenden Echse, ist so um die 5 Minuten 30. Das ist normalerweise so eine der frühesten Lair-Formen. Und wie gesagt, erstmal brauchen wir einen Lair, damit wir einen Spire haben können. Also Spire zu der Zeit ist völlig witzlos, völlig unmöglich. Im Baneling-Nest jetzt zu sehen, wenn wir jetzt reinfahren, wäre nicht ungewöhnlich. Ne? Denn immerhin spielen wir hier in Terran vs. Zerg. Terran spielt recht häufig Bio gegen Zerg. Und eine wirklich effektive Antwort gegen Bio ist ein Baneling-Nest. Das heißt, unsere Strategie, die wir spielen, sollte in Baneling Nest sowieso einplanen. Wir sollten einen Aufbau spielen, der uns vor Banelingen sicher macht. Ja, denn im Normalfall kann man zu einem gewissen Zeitpunkt sowieso ein Baneling Nest erwarten. Ja, also wozu soll ich ein Baneling Nest scouten, wenn ich ohnehin davon ausgehen kann, dass der Gegner das macht, wenn ich Bio spiele? Denn Banelinge sind halt nun mal verdammt gut dagegen. Also auch ein Baneling Nest bringt uns jetzt in dem Falle hier nicht wirklich viel. Die einzige Information, die wir jetzt hier drüben tatsächlich kriegen, und natürlich lenken wir ein bisschen die Drohne ab, ist, dass hier Gas abgebaut wird und der Pool wabert. Also wir wissen, dass Speed gebaut wird. Aber auch das hätten wir uns denken können. Speedlinge zu bauen gegen Terran ist ebenfalls völlig normal. Allein um Reaper abzufangen, um Hellions abzufangen und auch sowieso um Runbys zu starten etc. Also ich weiß nicht, Linkspeed ist vielleicht das für Zerg, was Warpgate-Tech für Protoss ist. Das ist einfach ein Upgrade, das man sowieso immer haben will. Also auch das ist wirklich eine Information, die eigentlich nicht sonderlich interessant ist. Das Einzige, was mich wirklich interessieren würde, ist das, was ich nicht gecheckt habe, nämlich ob der Gegner eine dritte hat. Denn damit kann ich jetzt tatsächlich eher für mein späteres Spiel planen und könnte sehen, ob er versucht, einen 2-Base-Push zu spielen oder ob er versucht, einen 3-Base-Push zu spielen. Zugegeben, dadurch, dass ich jetzt natürlich hier oben im Grunde überhaupt keine Tech-Gebäude gesehen habe und auch hier unten keine Tech-Gebäude gesehen habe, kann ich natürlich indirekt davon ausgehen, dass der Gegner eben keinen frühen Push plant, sondern eine dritte wird genommen haben. Ja, wo sollen sonst die ganzen Ressourcen und die ganzen Mineralien hin? Ja, das heißt also, dadurch, dass er jetzt hier oben rumgescoutet hat und nichts gesehen hat, hat er indirekt auch festgestellt, dass der Zerg zumindest irgendwo, entweder hier oder da oben, auch auf eine dritte geht. Also natürlich funktioniert das auch im Umkehrschluss. Aber, und das ist eben die Sache, was uns eigentlich interessiert hätte, wäre eben diese dritte gewesen. Wir hätten den Worker gar nicht hier reinschicken müssen und auch nicht hier reinschicken müssen, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Wenn wir Angst vor früher Aggression haben, weil wir jetzt hier gleich eben schön unser Command Center First hier runterfliegen wollen und bisher ja nur über wenige Einheiten verfügen, dann würde es auf jeden Fall Sinn machen, die Position für eine dritte abzuchecken. Und wenn da nichts ist, dann müssen wir uns überhaupt nicht in die Nähe des Gegners begeben, sondern kriegen eben stattdessen unsere Information. Alles andere, was uns eben auch noch interessiert hätte, wäre halt wie gesagt noch ein Roach-Warn gewesen. Der hätte eben tatsächlich auf frühe Roach-Aggression hingedeutet. Hier greift wieder dieser Fakt, von dem wir vormals gesprochen haben, dass es sehr wichtig ist zu wissen, wozu der Gegner zu welchem Zeitpunkt bei welchen stehenden Gebäuden in der Lage ist.
Auch darum wird gerne darauf herumgeritten, dass Scouting ja in den unteren Ligen weniger wertvoll ist, weil durch langsames und unpräzises Spiel alle wichtigen Zeitpunkte und ökonomischen Möglichkeiten verschoben werden. Und darum das Wissen um Timings nicht immer zuverlässig ist. Eine frühe dritte Hedge bedeutet beispielsweise, und deswegen, wenn wir die jetzt halt eben auch gesehen hätten, eine so frühe dritte Hedge, die wir jetzt hier kriegen, bedeutet eben, dass wir gar nicht die Kohle hätten für einen Roach Warren und dann auch eben danach noch die Roaches. Also die Kohle für einen Roach Warren können wir uns gerade noch rausquetschen. Aber die Kohle für die entsprechenden Roaches werden wir so bald dann, und vom Gas ganz zu schweigen, werden wir so schnell dann nicht zur Verfügung haben. Das heißt also, eigentlich hätte es uns völlig gereicht, diese dritte zu sehen. Wir hätten unseren Scouting-Worker hier reinschicken können, hätten gesehen, aha, dritte und tschüss, wieder zurück. Am besten hier direkt zum Watchtower, denn dann hätten wir mit dem Scouting-Worker auch noch was Sinnvolles in der Zwischenzeit getan, nämlich uns hier ein bisschen mehr Map-View verschafft, so lange bis der Gegner auf den Trichter kommt und Linge hier hinschickt, um die Watchtower zu übernehmen. Aber das Sehen einer dritten hätte uns völlig gelangt. Das ist die Idee. So, wir spulen noch mal ein bisschen vor, denn jetzt gibt es eben, wie gesagt, erstmal nicht allzu viel zu sehen. Das wirklich Interessante kommt jetzt erst in 2 Minuten. Ja, Taryn jetzt, nachdem er also im Grunde sicher ist, da kommt nichts, denn da ist nichts, schlägt er jetzt also seine Base hier runter, baut hier vorne eben schön mit Bunker und ein paar Gebäuden zu. Und das ist im Grunde jetzt auch die klassische Sicht, die wir hier haben. So, inzwischen sind 2 Minuten vergangen. Gucken wir mal kurz, wie lange Banding es braucht, um gebaut zu werden. 60 Sekunden. So, nach unserem Scout, wenn also nach unserem Scout hier eine Drohne, und wir hatten genügend Gas, direkt losgegangen wäre, um ein Banding Nest zu bauen, hätten wir das nicht gesehen. Und 2 Minuten später, wenn in der Zwischenzeit der Gegner jede Menge Linge gepumpt hätte, könnte jetzt der Gegner direkt hier vor unserer Base warten und Linge morphen zu Banelingen. Und wir würden es nicht mitkriegen. Das ist klassisch. Ja? Taryn bunkert und seine Sicht geht bis kurz vor seine Bunkerlinie. Und Ende. Direkt vor unserer Nase, die Banelinge könnten morphen ohne Probleme, wir hätten keine Ahnung. Zerg dehnt seine Sicht in dem Falle hier zumindest mit ein paar Overlords aus. Ist auch nicht so ganz optimal. Ja, da könnte man deutlich mehr holen. Nutzt leider keinen Creep. Da ist offenbar die Fertigkeit noch nicht vorhanden, richtig mit Creepspread umzugehen. Ja, die mentale Kapazität dafür fehlt ihm offenbar noch. Die Watchtower zu besetzen wäre immens nützlich, und zwar für beide Seiten. Ja, in dem Augenblick sind die ja nicht da. Auch diese Idee zu sagen, naja, das wird er sowieso mit seinen Lingen halten, oder das wird er sowieso mit Marines besetzt halten, da brauche ich erst gar nicht zu probieren. Immer schlecht. Immer schlecht davon auszugehen, was der Gegner sowieso schon gemacht hat. Ja? Ab einem gewissen Niveau kann man davon tatsächlich ausgehen, ne? Dass man das eben erst gar nicht probiert, weil der Gegner im Normalfall nicht so blöd ist, dass er das vergisst. Oder so unerfahren. Blöd wollen wir nicht sagen, das ist sehr negativ konnotiert, aber zumindest so unerfahren, dass er das nicht macht. Aber gerade im niedrigen Sektor würde ich immer erstmal davon ausgehen, oh ja, warum eigentlich nicht? Probiere ich es halt mal. Ne? Und selbst wenn ich einen Ling dann hier tatsächlich verliere, 25 Mineralien, wow. Ne? Ich glaube, die kann ich gerade noch verkraften. Also das sollte man immer machen. Auch ein Marine, und das wäre jetzt zumindest das, was Taryn hier definitiv machen könnte, einen von diesen Marines nehmen und den hier positionieren. Und wenn sich hier ein paar mehr Linge aufhalten, dann nehme ich halt 2 oder 3 Marines und positioniere die hier vorne. Ja, aber auf jeden Fall irgendwo in diesem Schatten, damit ich nämlich eine gewisse Vorwarnzeit habe, die uns dann eben diese wichtigen paar Sekunden Reaktionszeit extra verschaffen, weil wir eben die Warnung früher kriegen. Ja? Eventuell rollen sogar die ersten paar Banelinge hier noch in unsere Marines, das heißt, er verliert vielleicht sogar 2, ja, mehr als 2 werden es nicht sein, verliert sogar 2 Banelinge oder ja, im besten Fall sogar 3, wenn wir splitten wie ein King. Ja? Aber im Normalfall wird er vielleicht 1 oder 2 Banelinge schon verlieren, noch bevor die in unsere Wall reinrennen, und wir kriegen eine Warnung, dass da Banelinge kommen. Und haben dementsprechend Möglichkeiten, hier zum Beispiel unsere Units noch ein bisschen zu spreaden. Eventuell, und selbst wenn es kein Baneling-Bust ist, sondern zum Beispiel auch ein Roach-Bust, haben wir die Möglichkeit, rechtzeitig Worker zu pullen, um dann noch davor zu kommen. Und nicht eben erst hier oben zu sein, irgendwas zu bearbeiten und plötzlich zu merken, was, wie, da blinkt es ja rot, Roach-Bust, was? Ziehen, Bomben, und da ist der Bunker schon nieder. Und dann war es die ganze Geschichte. Deswegen definitiv sicherheitstechnisch würde ich hier 1, 2 Marines abstellen. Ne? Und wer dazu sogar immer noch zu geizig ist, weil er eben nicht auf seine teuren Einheiten verzichten will, oder wer eben seinem Marine zumindest nicht das Selbstmordkommando zutrauen möchte, der kann ja auch meinetwegen einen Worker nehmen. Der wird sich auch freuen, hier draußen im Niemandsland stehen zu dürfen. Ne? Zumindest eine gute Möglichkeit. Aber so wenig Sicht im Grunde beim Taryn. Klassisch,
Sollte aber nicht sein, ist auch nicht notwendig. Watchtower mal checken. Gegen Zerg sowieso, wenn da ein Link steht, gewinnt er eine Marine. Und wie gesagt, unbedingt den Bereich hier vorne so ein bisschen absichern, damit eben, wenn ein Angriff kommt, wir ein bisschen Vorlaufzeit haben, um eben, wenn wir müssen, auch Worker ziehen zu können. Oder wie gesagt, unsere Einheiten vielleicht hier ein bisschen wegzukriegen, damit die beim Splash Damage nicht direkt draufgehen. Jetzt bin ich leider wieder ein Stückchen zu weit gerannt, weil ich das auch zu schnell einstellen hatte. Wir sind jetzt hier bei einem Punkt 8:23. Jetzt sind wir so bei einem Punkt, so ungefähr anderthalb Minuten vor der 10-Minuten-Marke ist so der Klassiker, mal einen Scan zu werfen. Das wäre jetzt normalerweise üblicherweise die Zeit. Denn das wäre jetzt ein Punkt, wo der Zerg sich normalerweise für einen Follow-up-Tech entscheiden würde. Ne? Also normalerweise kann man noch nicht damit rechnen, dass jetzt zum Beispiel ein T2-Tech tatsächlich ausgefertigt hier schon steht. Und da bereits Units im Bau sind, denn wie gesagt, unser Gegner ging ja auf drei Bases, davon konnten wir ja auch ein Stück weit ausgehen. Aber jetzt so um die 8-Minuten-Marke herum ist normalerweise der Zeitpunkt, wo Zerg sich für einen weiteren Tech entscheidet. Und den würden wir gerne sehen. Das heißt also, auch jetzt könnten wir einen Scan nehmen, den wir jetzt hier auch tatsächlich machen. Ja, und damit jetzt theoretisch mitkriegen würden, dass wir einen Hydralisken-Bau sehen. Aber, wenn wir nochmal kurz, weil es einfach zu schön ist und einfach zu bitter, wenn wir jetzt mal kurz nämlich in die Sicht unseres Terraners gehen und auch in seine Kameraperspektive und das Ganze mal loslaufen lassen. Ja, wir scannen also dementsprechend hier schön rein. Da sehen wir jetzt auch das Gebäude und wir gehen direkt weg. Das ist natürlich ein Stück weit schade. Wir sehen also im Grunde hier sogar, dass der Hydralistenbau käme. Wir könnten es sehen, wir gucken aber nicht genau hin und klicken auch nicht drauf und wissen es dementsprechend nicht. Also wir haben sogar extra reingescannt, um zu sehen, was da kommt. Wir sehen nicht direkt einen Tech und dann eben in dem Augenblick, wo wir es sehen könnten, können wir es machen. Ist aber im Grunde nicht weiter schlimm, dass wir den Hydralistenbau nicht gesehen haben. Warum? Der Hydralistenbau gehört nämlich wieder zu den Dingen, um die wir uns keine Sorgen machen müssen. Denn wenn wir Bio spielen, sind Hydralisken-gestützte Armeen einfach witzlos. Zumindest langfristig über das Spiel geschehen. Es gibt gewisse Timings, da kann das recht garstig werden, wenn mit Roaches und mit Hydralisken gepusht wird. Aber je länger das Spiel dauert, umso unnützer wird eine Roach-Hydra-Komposition gegen Bio, das zumindest auch über die entsprechenden Upgrades verfügt. Von daher hätte uns die Information hier sowieso nicht wirklich weiter geholfen. Ne? Oder irgendwas an unserem Spiel geändert. Wir hätten nichts weiter machen müssen. Ne? Nicht weiter entscheidend. So, wir gehen ein bisschen schneller rein. Hier wird weiter saturiert. Hier haben wir immer noch unsere drei Overlord-Sicht. Das könnten wir ebenfalls ein bisschen ausbreiten. Wie gesagt, Creep, echt schade, dass da noch nicht mitgespielt wird. In der Zwischenzeit hätten wir schon längst über der Hälfte der Map sein können. Und damit uns eine Menge Sicht verschaffen können. Für Zerg wirklich lebenswichtig und eine der ersten Fertigkeiten, die man als Zerg lernen sollte. Sehr, sehr schön. Und auch das wollten wir im Grunde nochmal vermerken. Der Scan hier, die Suche nach Hidden Echsen. Hier oben wird übrigens ein Nidus Worm gesetzt, aber den können wir erstmal ignorieren. Sehr schön, also das Absuchen nach Hidden Echsen, ja, eine wunderbare Sache. Ja, wir hören einmal das Kreischen und sind dementsprechend panisch hochgeschreckt. Suchen jetzt erstmal schnell unsere dunklen Stellen der Base ab. Diese dunklen Stellen soll es übrigens nicht mehr geben, ja, denn genau für sowas hat man sein Building Placement. Darauf kann man gleich beim Aufbau der Basis ein bisschen achten, dass die dunklen Flächen möglichst gut erhellt sind, damit man eben so einen Schock, wenn der Nidus Worm kommt, nicht kriegt. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, die Hidden Echsen hier sehr, sehr schön abgesucht, um eben nicht noch irgendwann später eine fiese Überraschung zu überlegen. Das ist tatsächlich ein klassisches Problem für viele Leute. Das wird einfach gerne vergessen. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, dessen, was wir im Grunde schon noch klar machen wollten. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit zu scouten. Denn wenn wir nochmal genau gucken in die entsprechende Sicht, haben wir nach wie vor nicht allzu viele Informationen auf Seiten unseres Terraners. Wir wissen, dass ein Leertech da ist. Wir wissen, dass hier irgendein Tech angefangen wurde, aber wir wissen nicht genau, was es war, weil wir nicht draufgeklickt haben. Wir wissen von einer Base und wir können zumindest mit einer weiteren Base zu dem Zeitpunkt locker rechnen. Ne? Da oben hätten wir übrigens auch nochmal gucken können, da hätten wir nochmal einen weiteren Marine zum Beispiel hinschicken können oder auch einen weiteren Worker, wenn uns wie gesagt Marine zu schade ist. Aber im Normalfall nimmt man dafür immer Marines, denn wenn hier oben ja zum Beispiel gerade nichts steht, kann der kleine Marine ja auch schon ein bisschen Stress schieben.
Die andere Möglichkeit, jetzt eben im späteren Spielverlauf ein bisschen Informationen zu kriegen, ist das Scouten durch Pushen. Das ist also eine relativ beliebte Fertigkeit, dass ich also anfange, ein bisschen Druck zu machen und während des Drucks dann eben die entsprechenden Informationen kriege, wie ich mich von da aus denn weiterentwickeln kann. Wenn der Gegner nicht die entsprechenden Abwehrmaßnahmen hat, dann habe ich sowieso schon die Möglichkeit, ordentlich Schaden anzurichten. Wenn er sie hat, sehe ich zumindest, welche er hat und kann von da aus dann dementsprechend weitergucken. Dazu ist natürlich entscheidend, dass ich den Zerg auch dazu zwinge, ein paar seiner Einheiten zu zeigen. Aber das ist natürlich bei so einer Masse Bio kein Problem. Wir ratzen erstmal einen und noch einen Overlord weg. Und jetzt sehen wir hier eine ganze Latte an reinen Hydralisken und ein paar lustig stehende Stachelkrabbler. Von denen ich wirklich mal sagen muss, das sind wohl die eigentlich nutzlosesten Stachelkrabbler, die jetzt tatsächlich in der optimalen Position stehen. Denn dass tatsächlich ein Terran-Spieler genau hier frontal reinläuft, anstatt eben zum Beispiel hier hinten mal einfach direkt reinzudroppen und dann habe ich da nichts. Das ist schon echt interessant. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Wir sehen jetzt auf jeden Fall hier erstmal die Base. Wie gesagt, mit der konnten wir ohnehin rechnen, aber jetzt haben wir die definitive Bestätigung. Wir sehen ein paar Stachelkrabbler. Okay, auch damit müssen wir uns normalerweise abfinden. Die bedeuten für unser Spiel nichts weiter. Was für uns interessant ist, ist jetzt natürlich der Hydralistenbau. Von dem hätten wir schon früher wissen können. Macht aber nichts. Jetzt wissen wir definitiv, woraus die Komposition besteht. So, unser Terran schiebt jetzt erstmal ein bisschen Panik. Das müsst ihr übrigens nicht. Diese Menge an Bio schlägt diese Menge Hydra anytime. And then some. Ja, überhaupt kein Problem. Ja, aber jetzt einmal noch ein schöner Scan, um im Grunde zu gucken, ob die Hydralisken sich irgendwo hier weiter verziehen, irgendwo hinziehen und irgendwie hinterherkommen. Damit haben wir also ein schönes Positioning-Scouting. Wir wissen jetzt, wo der Gegner ist und wo er nicht ist. Wir checken einmal noch kurz hier oben die andere mögliche Expansionsposition. Da ist aber nichts. Und weil wir eben immer noch die Informationen im Kopf haben, dass sich unser Gegner hier unten befindet und seine Base verteidigt, stimmen wir einfach mal tatsächlich direkt hier oben rein. Zerstören ihm erstmal schön die drei Stachelkrabbler, die da sind. Und dann denken wir uns, ach, warum eigentlich nicht? Versuchen wir es doch gerade mal. Und hauen ihm dementsprechend schön auch die ganze Hüdenarmee weg. Wie schon gesagt, any day and then some. Ne? Übrigens absolut kein Problem. Ne? Das sehen wir hier direkt. Die hat er lecker abräumen können. Hier an dem Punkt wäre es jetzt tatsächlich sinnvoll, natürlich noch ein bisschen mitzunehmen, was wir mitnehmen können. Aber mit den wenigen Einheiten, die wir jetzt haben und so runtergesenkt, wie die sind. Wir nehmen natürlich jetzt, wie gesagt, hier noch ein bisschen mit, was wir so an Schaden haben. Nehmen wir mit, was wir da noch an Schaden kriegen können. Ballern jetzt eben auch hier noch entsprechend den Spinecrawler weg. Aber das Problem ist, dass wir uns tatsächlich ein Stück weit besser zurückgezogen hätten mit den restlichen Einheiten. Denn inzwischen ist unsere Medivac-Produktion angelaufen. Und wir hätten den Großteil dieser Einheiten wieder komplett hochheilen können, was immer recht nützlich ist. Denn die nachfolgenden Einheiten, die jetzt entsprechend hier gleich rauskommen, räumen das hier locker ab, denn wir haben uns jetzt halt hammerhart totgestimmt. Also das ist schon ziemlich übel. Die Versuchung ist einfach zu groß. Ne? Ich kann das total nachvollziehen. Man ist da drin, man hat gerade eine Menge Schaden angerichtet, man schnuppert Siegesluft, ne? Und dementsprechend denkt man sich, ach, eins geht noch, noch ein bisschen kritisch. Ja, und opfert jetzt dementsprechend diese Einheiten hier rein. Die haben sich natürlich trotzdem mehr als bezahlt gemacht, vor allen Dingen, weil sie dem Zerg natürlich die ganze Armee weggeräumt haben. Aber wir hätten sie uns auch sparen können. In so einer Situation, sich zurückzuziehen, ist schwierig. Vor allen Dingen gerade so ad hoc, wenn man mitten in der Entscheidungsphase ist. Wer es schafft, hat meinen dicken Respekt. Wer nicht, ich kann es auch verstehen. Ne? Kein größeres Problem. Weiter brauchen wir im Grunde aber auch auf dieses Spiel gar nicht mehr einzugehen. Das geht das Ganze noch ein bisschen hin und her. Letztendlich kann Virulenz das Spiel auch für sich entscheiden. Aber letztendlich wollten wir uns ja nur um ein paar dieser Scouting-Mechanismen kümmern. Und sehr viel mehr wollen wir uns davon auch gar nicht anschauen. Wir gehen noch mal kurz in eine Pause und im dritten Teil gehen wir dann einmal auf die Scouting-Methoden, die wir jetzt gesehen haben und einige Scouting-Methoden, die wir noch nicht gesehen haben, ein bisschen genauer ein, gucken uns die Spezialitäten an und betrachten uns mit Hilfe eines Pro-Replays auch noch einmal, wie eine ganz spezielle Art der Spielweise Scouting ein Stück weit obsolet macht. Bis gleich, bleibt dran!